Einen guten Abend. Sie sind es, wir sind es auch an diesem Donnerstag. Hier sind unsere Gäste und das ist unser Thema heute. Ein Impfstoff wird gestoppt und wieder freigegeben. Läden werden geöffnet und wieder geschlossen. Kliniken bereiten sich auf Schwerkranke vor, während andere für Mallorca packen. Was soll man da denken? Wie soll man sich fühlen? Soll man sich über einen Impftermin mit AstraZeneca freuen? Die Zahlen sagen ja, aber der Bauch grummelt. Müssen gerade beschlossene Lockerungen schon wieder zurückgenommen werden? Die Zahlen sagen ja, aber die Enttäuschung wäre groß und die Ministerpräsidenten streiten schon wieder. Wir müssen reden mit diesen Gästen. Frank Ulrich Montgomery, der Vorsitzende des Weltärzteverbands, warnt: Die dritte Welle wird schlimmer als jede davor. Corinna Pietsch, für die Virologin steht fest, wir haben zu früh gelockert. Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, kritisiert den deutschen Sicherheitswahnsinn beim Kampf gegen Corona. Birgit Puhl, die Allgemeinmedizinerin, impft in Hamburg und sagt, wir können nicht auf AstraZeneca verzichten. Wolfgang Niedecken, der Musiker, will sich unbedingt impfen lassen. Ich will zurück auf die Bühne. Und Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin, findet, in der jetzigen Situation kann es keine weiteren Lockerungen geben. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt die Gäste natürlich sehr herzlich hier am Tisch und zugeschaltet aus Hamburg, Bonn und Tübingen. Ja, die Zweifel an AstraZeneca waren von Anfang an da, aber am Ende kam dieser Stopp für diesen Impfstoff überraschend. Erst angeblich weniger wirksam, dann nicht für über 65-Jährige. Am Montag der Impfstopp für AstraZeneca. 13 Fälle von Hirnvenenthrombosen, 3 Tote bei 1,6 Millionen Astra-Impfungen. Das sind extrem wenige Fälle, aber statistisch zu viele. Deshalb empfahl das Paul-Ehrlich-Institut eine Überprüfung. Das ist eine fachliche Entscheidung und keine politische. Allerdings mit gravierenden politischen Folgen. Die Impfbereitschaft mit Astra könnte diesmal irreparablen Schaden nehmen. Und damit auch die ohnehin schleppende Impfkampagne in Deutschland. Kritik aus Politik und Wissenschaft. Mir ist und bleibt schleierhaft, wie Herr Spahn gestern zu seiner Entscheidung gekommen ist. Ich hätte wahrscheinlich bevorzugt, wenn die Prüfung von der europäischen Zulassungsbehörde parallel zur Impfung weitergegangen wäre, weil das Risiko ist doch relativ gering. Heute dann wieder grünes Licht für AstraZeneca durch die Europäische Arzneimittelagentur. Unser Ziel ist es, und das ist das gemeinsame Ziel von Bund und allen 16 Bundesländern, dass schon morgen im Laufe des Tages wieder mit Impfungen mit AstraZeneca in Deutschland begonnen werden kann. Was bleibt? Ein winziges Restrisiko. Das ist die fachliche Einschätzung. Mit dieser Botschaft bei der Bevölkerung durchdringen, das ist die politische Herkulesaufgabe morgen beim Impfgipfel. Und damit geht's los. Einstiegsrunde. Frank Ulrich Montgomery, Chef des Weltärztebundes. Es darf wieder geimpft werden, aber das Vertrauen ist weg? Ach, das müssen wir wieder aufbauen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Weil man muss den Leuten ganz klar sagen, bei der Impfung können 1 Million Leute vielleicht 13 schwere Erkrankungen bekommen. Wenn wir nicht impfen, dann 1 Million Leute nicht impfen, dann werden 5.000 bis 10.000 sterben. Das ist die ganz klare Rechnung. Die müssen wir aufmachen. Mhm. Ich glaube, das kann man übermitteln. Ansonsten ist der Impfstoff, wie wir inzwischen wissen, wirksam, auch bei Älteren wirksam. Er ist leicht zu verimpfen. Mhm. Man kann ihn auch in Allgemeinarztpraxen, in einfachen Praxen impfen, weil er nicht diese Kühlprobleme hat wie der andere Impfstoff. Ja. Deswegen ist es ein großer Teil unserer Zukunft und wir müssen uns dafür einsetzen, dass das Imageproblem überwunden wird. Wieder überwunden wird. Aber die EMA konnte auch diesen kausalen Zusammenhang zwischen Impfstoff und diesen Erkrankungen eigentlich nicht herstellen. Wie auch in 3 Tagen? Naja, das liegt nicht nur an den 3 Tagen. Das liegt auch daran, dass in Großbritannien, wo sehr viel mehr Menschen mit AstraZeneca geimpft worden sind, man keine vergleichbaren Zahlen hat bisher. Mhm. Also wir haben hier eine ganz große Divergenz von Daten. Und die muss man prüfen. Das geht nicht in 3 Tagen. Deswegen ist es eine reine Risikoabwägung. Also Risiko von
13 Leuten bei einer Million gegen 5.000 bis 10.000 bei einer Million. Das ist die Begründung der EMA, die ist richtig. Corinna Peach ist bei uns. Sie ist die Leiterin der Virologie an der Uniklinik in Leipzig. Frau Peach, würden Sie auch sagen, die EMA hat das jetzt wieder durchgewunken, aber es wird lange brauchen, das Vertrauen zurückzugewinnen bei den Menschen? Also ich finde es gut, dass man es jetzt geprüft hat, weil ich glaube, wir haben schon so viel Impfskepsis bei uns im Land. Es ist gut, wenn man jetzt transparent damit umgeht und auch die Vorgaben, die man sich gegeben hat, dass man sagt, wir wollen sichere und geprüfte Impfstoffe, dann auch durchhält, auch in diesen Situationen jetzt tatsächlich sich die Zeit nimmt, das dann zu prüfen. Und es ging jetzt ja auch tatsächlich sehr schnell, das muss man ja sagen. Und wir haben jetzt wieder die Freigabe. Und ich glaube, wenn man es jetzt ganz transparent auch kommuniziert, was die Ergebnisse waren, dann weiß ich, man kann denn, das und das aufbauen. Wäre eine nächste Frage, weiß man denn jetzt wesentlich genau, wer diesen Impfstoff konkret meiden sollte? Na, man hat die Daten, quasi, die so in den verschiedenen europäischen Ländern aufgekommen sind, zusammen sich angeschaut und hat das verglichen miteinander. Und soweit mir die bekannt sind, heißt es jetzt, dass es sozusagen Frauen vor allen Dingen Frauen unter 55 sind, die betroffen waren, wo man jetzt, ja, wo es sein könnte, dass da ein Zusammenhang besteht oder man ihn zumindest nicht ausschließen kann. Und dass man deshalb jetzt diesen Warnhinweis dazu gibt, dass man sagt, dort bitte noch mal extra gut aufklären darüber und auch über mögliche Symptome aufklären, dass man, falls was auftreten sollte, was unwahrscheinlich ist, aber vorkommen könnte, dann schnell reagieren kann. Eine Allgemeinmedizinerin ist in unserer Runde, Hausärztin in Hamburg, impft in Hamburg in den Messehallen und heißt Dr. Birgit Puhl. Einen schönen guten Abend zu Ihnen oder moin moin. Am Montag, als nun die Nachricht kam, dass man mit Astra nicht mehr impfen kann, haben die Menschen wie darauf reagiert? Konnten Sie wie darauf reagieren? Das war schon speziell. Ich war auch am Montag im Astra-Cluster. In Hamburg ist das in verschiedene Impfcluster aufgeteilt und wir haben schon diverse Impfungen gemacht. Es fiel mir als im Cluster tätige Notärztin schon auf, dass die Patienten, Impflinge nennen wir sie, ein bisschen nervös waren. Sie waren ein bisschen unruhiger. Ich musste häufiger am Anfang in den Ruheraum, der Raum ist, in dem die Patienten nochmal überwacht werden, ob sie allergisch reagieren, ob sie irgendwelche Kreislaufbeschwerden haben. Und ich wurde sehr häufig hingerufen mit, was wir so ein bisschen diffuse Befindlichkeitsstörungen nennen. Man merkte, die Patienten waren einfach ein bisschen unruhig. Und irgendwann, jeder hat so ein Smartphone in der Tasche, die Patienten, wir haben es auch, irgendwann während des Impfens noch kam eigentlich über alle Ticker diese Meldung über den Astra-Impfstoff. Und das war eine spezielle Situation. Wir haben dann eigentlich auch sofort von unserer medizinischen Leitung die Order bekommen, Impfstopp. Die Impfstoffe, die schon aufgezogen waren, das waren nicht sehr viele, weil bei uns wirklich immer sehr wenig aufgezogen wird. Man guckt immer, wie viele Leute sind da. Also wir versuchen das wirklich immer auf den Punkt zu bringen. Aber nichtsdestotrotz, wir mussten aufhören zu impfen. Und die Patienten, die dann noch in diesem Ruheraum saßen, die dann da auch ihre Handys vielleicht mal konsultiert haben und gemerkt haben, hier macht sich Unruhe breit, die waren unruhig, das glaube ich schon. Es kamen sehr, sehr viele Fragen auf und auch in der Hausarztpraxis habe ich das gemerkt. Viele Patienten haben dann Mails geschrieben und waren unruhig und hatten Fragen. Und hatten wahnsinnig viele Fragen, genau. Hatten sehr viele Fragen, genau. Sie sind mit BioNTech geimpft, Frau Dr. Puhl. Würden Sie sich mit Astra genauso geimpft haben lassen? Ja, also ich bin mit BioNTech geimpft, einfach weil ich früh angefangen habe im Impfzentrum und da gab es noch kein Astra. Ich hatte eigentlich immer Astra im Sinn. Ich hätte mir wahrscheinlich den ausgesucht aus verschiedenen Gründen, aber ich hätte mich auf jeden Fall auch mit Astra impfen lassen, ja. Boris Palmer ist bei uns zugeschaltet aus Tübingen, der Oberbürgermeister exakt dieser Stadt. Herr Tübingen, war das Stoppen von Astra in Ihren Augen sinnvoll? Herr Palmer, Entschuldigung. Nein. Was habe ich gesagt? Herr Tübingen. Unfassbar. Ich ziehe das sofort zurück. Ich habe die Frage verstanden. Nein, ich finde, wir haben dreimal die falsche Entscheidung im Umgang mit dem Astra-Impfstoff getroffen. Erstens haben wir
die Zulassung viel zu lange hingezogen. Die Briten haben Notfallzulassungen gemacht. Wir haben auf regulärer Zulassung bestanden. Damit haben wir 4 Wochen verloren. Dann haben wir zweitens entschieden, aufgrund fehlender Daten, dass dieser Impfstoff nur den Jüngeren gegeben werden kann. Da wissen wir heute, gerade bei den Jüngeren gibt es die sehr wenigen Fälle, wo es zu Komplikationen kommt oder zu Todesfällen. Mhm. Und haben nicht diejenigen geimpft, die ein viel höheres Todesrisiko haben, nämlich die Menschen über 65. Und jetzt haben wir noch den dritten Fehler gemacht, nämlich die Impfung zu unterbrechen, was Verunsicherung erzeugt, viel Aufwand in den Impfzentren und möglicherweise die Impfkampagne hemmt. Ich bin jetzt kurz froh, dass wenigstens heute die richtige Entscheidung getroffen wurde, die Impfung fortzusetzen. Herr Montgomery hat die entscheidenden Zahlen genannt. Das Risiko des Virus ist einfach viel größer als das Risiko durch die Impfung und damit ist die Sache eigentlich geklärt. Aber warum wir Deutschen da immer die falsche Entscheidung getroffen haben, die Briten die richtige, das sollte mal bedacht werden. Ich habe eine These. Unsere Sicherheitskultur geht immer dahin, dass alle Unterlagen zusammen sein müssen, dass alle Vorschriften erfüllt sein müssen und dass alle Beamten Ja gesagt haben. Und die Briten sind eher mal für Trial and Error zu haben und sagen, wenn die Richtung stimmt, dann legen wir los. Und in der Pandemie muss man ja vor der Lage sein, man muss schnell sein. Und jetzt ist ausgerechnet das Ursprungsland der britischen Mutation, das Land, das viel besser durch die dritte Welle kommt und viel weniger Schwierigkeiten hat, diese Mutation zu beherrschen. Was wäre los gewesen, Herr Palmer, mit dieser Warnung des Paul-Ehrlich-Instituts den anderen Ländern in Europa, die ausgestiegen waren? Was hätte die Opposition jetzt, lässt sich leicht kritisieren, da gesagt? Sie haben recht. In Deutschland wird dann gesagt, wer übernimmt die Verantwortung? Und bevor man die Verantwortung übernimmt, stoppt man lieber das Impfen. Aber die Verantwortung für die Nichtimpfung, nach der wird nicht gefragt. Und Österreich hat die Impfung nicht unterbrochen. Die Briten haben sie nicht unterbrochen. Es ist eben eine sehr deutsche Entscheidung, selbst wenn es stimmt, dass auch die Dänen unterbrochen haben und andere vorher auch nervös geworden sind, da sich in der Sicherheit zu wiegen, wenn man stoppt. Und ich glaube, dass es ein Fehler ist, dass wir damit Sicherheit verlieren. Sie hätten das anders entschieden. Michael Müller hat hier schon mal ganz kurz den Kopf geschüttelt. Glauben Sie, es war eine richtige oder eine falsche Entscheidung? Und denken Sie, das ist ja jetzt herrlich zu lesen, dass es helfen würde, wenn Politiker sich bereit finden, sich mit Astra impfen zu lassen? Mit gutem Beispiel vorangehen kann auch eine Möglichkeit sein, auch wieder Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, es gibt viele, die sagen, wir setzen jetzt auch das Zeichen und sagen, und wir gehen voran. Ihr könnt uns da vertrauen, das ist ein sicherer Impfstoff. Aber man muss schon sagen, der Entscheidungsspielraum für die Politik ist ja sehr gering, wenn bei all den Schritten, die Herr Palmer auch beschrieben hat, ja auch immer die Wissenschaft eine Empfehlung ausgibt. Und wer will sich dann darüber hinwegsetzen? Denn dieses Try-and-Error-Prinzip bedeutet ja auch, mögliche gesundheitliche Gefahren und Risiken einzugehen. Also insofern glaube ich, wir haben auch in Abwägung mit anderen vergleichbaren Situationen und Ländern haben wir an diesen Stellen durchaus nachvollziehbare Entscheidungen getroffen. Aber es ist so interessant, wenn Markus Söder heute sagt, er hätte AstraZeneca auch verimpft, selbst wenn es durch die EMA nicht zugelassen worden wäre. Also da sieht sogar Ihr Ministerpräsident-Kollege die Lage anders. Gut, aber mir ist es schon wichtig, dass Prüfbehörden auch raufgucken und eine fachliche Stellungnahme abgeben, wenn ein neuer Impfstoff kommt. Ob EMA oder Paul-Ehrlich-Institut, das ist mir schon wichtig, auch für meine politische Entscheidung. Nichtsdestotrotz, es muss jetzt schnell vorangehen, so wie Herr Montgomery auch sagt, wir müssen jetzt Vertrauen aufbauen. Mhm. Ich glaube, es ist auch eine Riesenchance, gerade in dieser Situation jetzt wirklich noch stärker an die Haus- und Betriebsärzte zu denken, weil sie eine bestimmte Beratungssituation viel besser nutzen können. Da ist schon ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Patienten und dem Arzt und diese Beratung, die jetzt nötig ist, kann dort vor Ort noch viel besser erfolgen. Wir bleiben noch eine Sekunde bei diesem Impfstoff. Herr Montgomery, muss man AstraZeneca jetzt an alle verimpfen, die es wollen? Muss man es einfach freigeben? Das ist nächster Vorschlag von Markus Söder. Also der Gedanke, ob wir noch weiter mit unserer Prioritätenliste weitermachen können, so wie Sie wissen, der ist richtig. Wir sollten auch jemanden, der sagt, ich will partout AstraZeneca nicht haben und wir können ihn nicht überzeugen, da sollen wir dann nicht sagen, du hast deine Chance verspielt, du kriegst jetzt nichts anderes, weil unser Interesse ist, die Bevölkerung so weit durchzuimpfen, wie es nur irgend geht. Aber darf ich noch ganz kurz was zu Herrn Palmer sagen? Also Herr Palmer, ich teile Ihre Auffassung, was die Zulassung angeht, nicht. Das ist Ihre Partei gewesen, die übrigens bei der Novellierung des Arzneimittelgesetzes ganz besonders darauf gedrungen hat, dass wir Regeln einhalten. Dass wir Regeln einhalten, die auf der Deklaration von Helsinki, die mein Verband zuständig ist, der Weltärztebund zuständig ist, dass wir die einhalten. Das muss die EMA tun. Wir können jetzt nicht plötzlich sagen, das gilt jetzt alles nicht mehr und wir machen eine Notfallzulassung ohne geprüfte wissenschaftliche Beweise. Deswegen sage ich Ihnen, da müssen wir ein bisschen, konsistent in der Argumentation bleiben. Sie wollen Regeln einhalten, ich will die Pandemie in den Griff kriegen, nur die Briten machen es besser. Die Regeln haben Sie doch selber mitgemacht, Herr Palmer, mit Ihrer Partei. Das ist ja richtig, die Regeln sind ja gut. Aber vor der Pandemie.
Ja, aber die Pandemie ist eine völlig andere Situation. Entschuldigen Sie, die Pandemie setzt doch Notstandssituation und da ist das Zuwarten einfach falsch. Miteinander reden oder miteinander? So, das Zuwarten ist falsch, sagt Herr Palmer, und Sie sprechen zu Ende, Herr Montgomery. Ja, nein, wir hätten auch gerne lieber nicht zugewartet. Mhm. Aber wir hätten, was meinen Sie, was los gewesen wäre, wenn diese Komplikation, die wir jetzt gehabt haben, mit einer Notfallzulassung ohne eine Prüfung durch die EMA gewesen wäre? Das ist deswegen die Aufgabe Europas, das für uns zu machen. Und diese 4 Wochen, die wir da verloren haben, die machen den Kohl am Ende nicht fett. Mhm. Anders können wir niemals erreichen, dass wir bei den Bürgern ein Zutrauen, ein Vertrauen in diesen Impfstoff erreichen, wenn wir nicht totale Transparenz und gute Prüfungen voranschieben. Also wir wissen nur natürlich jetzt immer noch nicht, ob es überhaupt einen Zusammenhang gibt mit den Impfungen. Das konnte die EMA ja immer noch nicht belegen. Das heißt, in der Sache, also es wird ja immer auf die Fachentscheidung verwiesen, in der Sache selbst muss es jetzt weitere Prüfungen geben. Absolut. Dieser Impfstoff hatte es sehr schwer. Sie haben auch im Grunde gesagt, er ist das Arbeitspferd unter den Impfstoffen, weil er sich leicht verimpfen lässt. Woher kam dieses Problem mit dem Image, würden Sie sagen? Sie hatten auch interessanterweise vor 4 Wochen darauf verwiesen, das medizinische Personal hat eigentlich auch ganz gute Gründe, sich nicht impfen zu lassen. War das so klug? Nein, das war genau dieser Gedanke, den ich eben gesagt habe. Wir dürfen die es nicht wollen, die dürfen wir jetzt nicht im Regen stehen lassen und sagen, du kommst erst in 3 Monaten wieder dran, die müssen wir impfen. Und deswegen hat der AstraZeneca-Impfstoff von Anfang an ein Imageproblem gehabt. Das Sie haben gesagt, ich habe Verständnis für medizinisches Personal, das sich nicht mit dem AstraZeneca-Vakzin impfen lassen will. Die geringe und deswegen Wirksamkeit können wir ihn dann, und das ist Ihr Gedanke mit der Priorisierungsaufhebung, deswegen können wir ihn dann anderen zur Verfügung stellen, die bereit sind, sich damit impfen zu lassen. Okay. Und damit die Priorisierung aufheben. Übrigens, genauso ist es gekommen, weil wir haben inzwischen eine weitgehende Aufhebung der Priorisierung. Mhm. Wir müssen für diesen Impfstoff kämpfen. Ja. Und wir müssen den Leuten klar machen, aus einer reinen Risikoabwägung heraus, dass das Risiko, an der Corona-Infektion zu sterben, unendlich viel größer ist als das Risiko der Impfung. So, nun haben Frau Pietsch natürlich auch Medikamente, die wir schlucken, Nebenwirkungen. Und das wissen wir und nehmen sie trotzdem. Was ist bei einem Impfstoff so fundamental anders? Na, grundlegend anders ist, dass man in der Regel gesunde Menschen impft. Mhm. Und Medikament nimmt man, weil man schon eine Erkrankung hat, in der Hoffnung, dass es einem dann besser geht, was ja meistens auch noch hoffentlich der Fall ist. Ja. Aber beim Impfstoff wendet man sich immer mit dieser medizinischen Behandlung an Gesunde. Und deshalb muss da besonders strenge Risikoabwägung auch tatsächlich stattfinden. Und man schaut ganz besonders darauf, dass es eben keine gravierende Nebenwirkung geben soll. Birgit Puhl kann uns helfen bei der Frage, dass Menschen sich ja auch für Fernreisen impfen lassen. Und das tun sie freiwillig. Und auch da gibt es sicherlich Nebenwirkungen. Und nicht jeder Impfstoff ist ohne die. Nein, das stimmt und da machen wir eigentlich auch immer eine sehr gute Aufklärung. Das sind ja in der Regel Impfungen, die jetzt über die Standardimpfung hinausgehen, ja. Gelbfieberimpfung, Tollwutimpfung und so weiter. Aber ja, die Patienten möchten reisen, die Patienten wissen, sie brauchen einen gewissen Schutz dafür und im Grunde genommen haben wir keine Schwierigkeiten, die Patienten davon zu überzeugen, dass sie für bestimmte Länder bestimmte Impfungen brauchen, mal ganz davon abgesehen, dass es bestimmte Länder gibt, die ohne zum Beispiel Gelbfieber-Impfnachweis gar nicht einreisen lassen. Ja. Ja, genau. Nun haben sich sicherlich viele gewünscht, dass die EMA heute etwas sagt, wie Herr Montgomery gerade zitiert hat. Es gibt ein Risiko von 1 zu 1 Million. Es gibt ein Risiko von 1 zu 300.000. Wie einfach oder wie schwer fällt es Ihnen, das zu gewichten? Und fühlen Sie sich überhaupt gut informiert, um dann wieder Ihre Patienten informieren zu können? Also ich fühle mich schon gut informiert. Wir werden auch immer in unserem Impfzentrum informiert. Wir haben vor jeder Schicht eine Besprechung. Da kriegen wir auch neueste Informationen eigentlich. Wir haben auch ein Newsletter, da kriegen wir auch Informationen. Also ich fühle mich gut informiert. Aber die Datenlage ändert sich einfach so schnell und auch die, sagen wir mal, die Regeln, nach denen wir arbeiten sollen, ändern sich auch so schnell. Das ist schon manchmal ein bisschen schwierig, da mitzukommen. Mhm. Und ist wichtig, die Patienten zu informieren. Total. Und man kann da ein bisschen durcheinander kommen und kann irgendwie auch das Gefühl haben, dass wir in einer zusätzlichen Verunsicherung sind. Ich freue mich jetzt an dieser Stelle nach Bonn zu schalten, zu keinem Geringeren als Wolfgang Niedecken. Einen schönen guten Abend, Herr Niedecken. Sie sind, das genau. Darf ich verraten, kurz vor Ihrem 70. Und Sie sind kurz vor einer Impfung. Würden Sie sich
mit AstraZeneca impfen lassen? Ja, ich würde kurz vorher natürlich meinen Arzt zur Rate ziehen, weil ich habe ja vor 10 Jahren einen Schlaganfall gehabt und ein Gerinnsel hat mir meine Vene blockiert und das ist eine Thrombose. Und da muss ich natürlich erstmal nachfragen, ob das okay ist. Aber nach allem, was ich gehört habe, ist das okay und ich würde mich natürlich impfen lassen. Und wenn Sie insgesamt jetzt auf die momentane Lage schauen, freundlich formuliert, könnte man sagen, es läuft nicht nur da mit Corona-Bekämpfen in Deutschland nicht so richtig super. Uns fehlen die Impfstoffe, uns fehlen die Tests. Vertrauen Sie dieser Bundesregierung noch? Also ich muss mal zurückgehen, ganz an den Anfang dieser Pandemie. Ich habe erkannt, dass es wirklich sehr, sehr schwer werden könnte, nachdem ich festgestellt habe, dass die Politiker alle am gleichen Strang gezogen haben, in die gleiche Richtung. Und die waren sich so einig, wie ich das eigentlich in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Und das hat mir sehr imponiert. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl gehabt, dass das unglaublich wichtig ist. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, jetzt kommt immer mehr Wahlkampf da rein und es wird gezerrt. Und das verunsichert die Leute natürlich umso mehr, wenn die Leute nicht richtig wissen, was ist. Und sie werden ungeduldig, haben jetzt ein ganzes Jahr hinter sich, haben teilweise in merkwürdigen Konstellationen leben müssen. Die Kinder konnten nicht zur Schule, nicht in die Tagesstätte, in kleinen Wohnungen. Der Lockdown hat wirklich sehr strapaziert. Und wenn die Leute dann irgendwie erleben, dass die Politik aufeinander einschlägt und so eine Zerrerei entsteht, dann trägt das, glaube ich, nicht dazu bei, dass die Leute wirklich das Vertrauen entwickeln können, sich impfen zu lassen. Und das tut mir eigentlich sehr, sehr leid. Ja, und das ist dann kein plumpes Politik-Bashing, sondern man würde sich einfach wünschen, dass es relativ schnell Lösungen gibt. Genau. Jeder freut sich jetzt natürlich mit Ihnen, Herr Niedecken, dass da ein Impftermin in Aussicht steht. Aber als Künstler, als Star können Sie im Grunde ja nur die Hoffnung haben, dass möglichst bald Ihr gesamtes Publikum auch geimpft ist, oder? Ja klar, also ich kann nur dazu auffordern, sich impfen zu lassen, weil nur so kriegen wir irgendwann diese Herdenimmunität erreicht und dann kann man auch wieder Konzerte spielen und man kann in größeren Menschenmengen zusammenkommen. Mhm. Ohne wird das nichts, sonst wird das ewig noch dauern. Also wir sind jetzt eigentlich kurz davor, eine Tour anzukündigen, weil das ist ja auch ein großer Aufwand für uns. Wir können ja nicht sagen, okay, dann spielen wir halt morgen in der Köln Arena. Das braucht ganz viel Vorbereitung, man muss ganz viele Termine abfragen, man muss ein Routing erarbeiten, ganz viele Hallen. Das ist also ein ziemlicher Aufwand und wir sind schon einige Male fast so weit gewesen und mussten dann immer wieder einpacken. Intern dann sagen, komm, lass es sein, es kann nichts werden. Den nächsten Versuch bitte. Wann hatten Sie Ihr letztes Konzert? Wir haben uns schon einige Sachen abschminken müssen. Wann hatten Sie Ihr letztes Konzert? Letztes Konzert am 16. August 19. 2019. Wow. Dann wollen wir mal hoffen, dass es eben wirklich nicht das letzte war. Sie haben tatsächlich rund um Ihren Geburtstag in der Köln Arena geplant, dass es da ein großes Konzert geben soll mit Kollegen und Fans logischerweise. Was wird nun daraus? Wir verschieben das genau um ein Jahr. Also ich werde dann einfach 2 Jahre lang 69 bleiben und wir feiern dann 70a am 30. März 22 in der Köln Arena. Das klingt. Und dann geht die Tour dann weiter, das setze ich dann fort. Ja. Und das klingt sehr toll und es wird wahrscheinlich das interessanteste Lebensjahr werden, dieses zweite 69. Wir können Ihnen noch nicht zum Geburtstag gratulieren, aber wir können schon mal wenigstens zum Impftermin gratulieren und wünschen alles Gute. Vielen Dank nach Bonn. Dankeschön. Wir sind, Herr Müller, bei dem berühmten Impfversprechen bis Ende des Sommers 2020. Nicht nur damit Wolfgang Niedecken feiern kann, soll jeder Bürger dieses Landes, der möchte, geimpft sein. Wird es dabei bleiben?
Ich glaube, wir können es noch schaffen, wenn wir Dinge verändern. Wir können jetzt durchaus auch diese Astra-Situation wieder aufholen. Gerade jetzt in diesen Stunden werden in Berlin Menschen per SMS und E-Mail benachrichtigt, ab morgen schon wieder in die Impfzentren zu kommen. Ich glaube, wir können mit Tempo das wieder aufholen. Wir müssen aber auch Dinge generell verändern, da wir wissen, ja nun inzwischen durch eine gute wissenschaftliche Basis, dass schon die Erstimpfung sehr gut schützt. Bedeutet das für mich jetzt so schnell wie möglich alles raus, was wir an Impfstoff haben, denn die Erstimpfung hilft. Zweitens, Ausdehnen des Zeitraums bis zur Zweitimpfung. Das scheint auch ein gangbarer Weg zu sein. Die Menschen bleiben dann geschützt, auch bis zu dieser Zweitimpfung. Und dann kommt noch der zusätzliche Schutz obendrauf. Und drittens, glaube ich, müssen wir dringend über die Priorisierung reden. Wenn jetzt die 90, 80, auch demnächst ja die 70-Jährigen geimpft sind, das war richtig, dass wir die als Erste im Blick hatten, glaube ich, müssen wir ganz besonders gucken, wo sind nun dann die mobilen Gruppen auch. Und das können auch Jüngere sein. Das können auch die 200.000 Studierenden bei mir in der Stadt sein oder andere Auszubildende oder andere Berufstätige, die besonders mobil sind. Besonders viele Kontakte haben. Wir müssen über den Schutz dieser Gruppen dann auch weitere Infektionsketten durchbrechen. Also ich glaube, wenn wir die Offenheit haben, können wir deutlich Geschwindigkeit aufnehmen. Mehr Geschwindigkeit auf die Strecke bringen. Der Herr Montgomery erwähnte das vorhin. Wenn jemand beispielsweise nun AstraZeneca ablehnt, hat der dann seine Chance schon gehabt und bekommt kein neues Angebot? Es hängt ja nun auch davon ab, wann bekommen wir wiederum andere Impfstofflieferungen. Wann kommt BioNTech, wann kommt Moderna, wann kommt hoffentlich Johnson & Johnson, für den wir nur einen Impftermin ohnehin brauchen. Aber so wie jetzt da größere Kapazitäten kommen, kann man das natürlich auch öffnen oder muss es auch öffnen, sage ich. Das wäre tatsächlich überbürokratisiert, da gebe ich Herrn Palmer recht. Diese Offenheit muss jetzt da sein, nach dem Schutz derjenigen, die es am nötigsten hatten, geschützt zu werden. Müssen wir jetzt deutlich flexibler werden und ich sage es nochmal, deutlich schneller die Betriebs- und Hausärzte mit ins Netz nehmen. Kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Herr Montgomery, wir müssen verstehen, welche Impfstoffe jetzt eigentlich in unser Leck springen können, in die Lücke springen können, die nicht nur AstraZeneca gerissen hat. Ein Drittel aller Impfstoffe des zweiten Quartals wären Astra gewesen. Wir müssen jetzt auch gucken, wie schnell die ins Land kommen und wie andere. Welche anderen Impfstoffe sind berechenbar aus Ihren Augen in der Lage, uns die Geschwindigkeit zu geben, die wir bisher noch nicht haben? Also auf der Welt gibt es eine ganze Reihe von Impfstoffprojekten. Insgesamt sind es 263, die weltweit unterwegs sind. Zwei davon haben schon relativ viel Erfahrung in anderen Ländern. Das ist der berühmte Sputnik V aus Russland und ein Impfstoff der chinesischen Firma Sinopharm. Nur auch hier muss gelten, jetzt lege ich mich wieder mit Herrn Palmer an, die müssen schlicht und einfach mal einen Antrag bei der EMA, bei der European Medicines Agency stellen. Dafür soll sich sogar Frau Merkel eingesetzt haben. Genau, und es ist schon etwas verwirrend, dass Sputnik selber sozusagen auf die Einladung wartet, oder die Firma, die hinter Sputnik steht, statt das nun mal endlich schnell zu machen, denn die EMA wartet drauf und man könnte das in 4 Wochen über die Bühne ziehen. Wir hatten ja bei den in Europa entwickelten Impfstoffen den großen Vorteil, dass in einem sogenannten Rolling Review die EMA schon immer die Einzelteile der Studien unterwegs immer schon mal geprüft hat. Deswegen ging es viel schneller. Das müssen Sie bei Sputnik jetzt nachholen. Das müssen Sie genauso bei Sinopharm nachholen. Und wir haben in den bekannten Ketten noch CureVac. Und Johnson & Johnson. Johnson ist ja schon zugelassen, aber die Amerikaner sitzen drauf. Und übrigens, der Immunexport, das ist auch so eine Frage, dass wir Europa, nicht Deutschland, Europa, 9,2 Millionen Dosen BioNTech, Pfizer, in Deutschland mit 375 Millionen Euro der Bundesregierung gefördert, an Großbritannien liefern und Großbritannien nichts rausgibt, trotz meines britischen Passes in der Tasche, sage ich Ihnen ganz ehrlich, das finde ich unerhört. Das geht nicht. Das ist ein großes Thema bei den Ministerpräsidenten. Ja, und das muss man auch lösen, weil Solidarität kann keine Einbahnstraße sein. Das ist interessant. Und wir brauchen den Impfstoff ganz dringend. Wird uns das aber, nochmal die Fachfrage, wird uns das aber reichen, wenn wir einfach sagen, dieser Exportstopp soll verhindern, dass Impfstoffe, die wir hier produzieren, Europa verlassen? Wird das ausreichen? Das ist ein Baustein. Es löst auch nicht jedes Problem. Aber ein Baustein zum anderen schafft eine bessere Situation in unserem Land, natürlich. Als wir sie jetzt haben. Frau Pietsch, Sie helfen uns bei der Beantwortung der Frage, dass uns diese Impfstoffe nicht nur die Bürger entspannter und glücklicher und gesund machen sollen, sondern sie sollen uns ja auch beim Eindämmen der Mutanten helfen. So, diesen Kampf verlieren wir jetzt auch, weil ohnehin neue Mutanten schon unterwegs sind. Zuletzt die bretonische. Ja, es gibt
unglaublich viele verschiedene Viren und immer wieder wird es neue Varianten geben. Es ist immer die Frage, ob die irgendeinen Vorteil haben, evolutionär, in der Situation, in der sie sich befinden. Die britische Variante hat uns das doch sehr gut demonstriert, dass sie den offensichtlich hat, weil wir jetzt fast ja ausschließlich diese Viren inzwischen noch, nur noch finden in unseren Labors bei den neu aufgetretenen Fällen. Und natürlich wissen wir schon seit langem, dass es diese Viren gibt, die man zuerst in Südafrika gefunden hat, die aus Brasilien, die man, wo man auch ein bisschen mehr Bedenken hat, was die Wirksamkeit der Impfstoffe angeht. Und das wird uns auch mehr beschäftigen dann, wenn die Impfraten angestiegen sind und einfach aufgrund einer vorhandenen partiellen, also Teilimmunität, dann diese Viren einen Vorteil haben werden. Und auf welche Impfstoffe setzen Sie besonders? Was wünschen Sie sich? Was denken Sie nach Ihrem Wissen? Wann können wir wie schnell impfen und wird es bei diesem Versprechen bis Ende Sommer bleiben? Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich auch ganz entscheidend, dass wir auch davon wegkommen, nur von Europa und den USA zu sprechen. Ich glaube, wir müssen noch viel globaler denken, weil gerade diese Fragestellung mit den neuen Virusvarianten, die ist global, das sehen wir ja, die kommen überall her. Von daher müssen wir uns als Europa vielleicht auch noch fragen, ob wir nicht tatsächlich auch noch mehr abgeben können, ganz freiwillig, in eben entsprechende Länder, die derzeit noch gar keinen Impfstoff zur Verfügung haben. Die keine eigene Produktion haben. Aber es ist aber ein Irrsinn, dass wir unseren Impfstoff dahin liefern, in ein Land, das selber produzieren kann und nichts wiederkriegen. Das ist der Punkt. Ich bin total bei Ihnen. Und COVAX, die große Initiative der Weltgesundheitsorganisation, dient ja dazu, auch die anderen Länder der Welt zu versorgen. Und nicht nur aus medizinischer Sicht, sondern auch aus egoistischer, weil auch ein Welthandel ist ja schlicht nicht möglich. Wir müssen ja eins machen, weltweit müssen wir Infektionen verhindern, weil nur in Infizierten passieren Mutationen. Das heißt, wenn es uns gelingt, Infektionen zu vermeiden, da gibt es auch keine Mutationen mehr. Und da gibt es auch dieses Risiko nicht mehr. Das ist jetzt eine sehr schöne Utopie. Aber das müssen wir versuchen hinzukriegen. Deswegen haben wir ein Interesse, alle Länder um uns herum als Cordon sanitaire auch zu impfen und dafür zu sorgen, dass sie das machen. Aber nicht jemanden, der es selber hat, auch noch Impfstoff obendrauf legen. Okay, wir sind in Tübingen bei Boris Palmer. Erste Frage, Herr Tübingen. Impfstopp. Herr Tübingen, Herr Palmer, ich schaffe es heute noch. Ich sage einfach jetzt immer Boris Palmer und das wird gelingen die nächste halbe Stunde. Entschuldigung. Werden wir mit diesem Impfstopp tatsächlich Start machen können? Sind wir nicht auch in unserer Produktion der Impfstoffe viel zu sehr abhängig von den Briten und den Amerikanern? Also da bin ich ein bisschen überfragt. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Tübinger Firma CureVac, die Herr Müller zuerst vergessen hat, aber die Herr Montgomery dann doch eingeführt hat, dass die natürlich schon produziert und dass dieser Impfstoff eingesetzt werden könnte. Und er wird eingesetzt, aber bei Probanden. Und er zeigt hervorragende Ergebnisse. Ich habe selber teilgenommen an so einer Studie. Und jetzt, Herr Montgomery, kommt wieder der Fädehandschuh. Ich bin gar nicht der Meinung, dass man Impfstoffe verwenden sollte, wo die Hersteller nicht mal die Zulassung beantragen. Wie käme ich dazu? Aber dass wir jetzt wieder das Zulassungsverfahren der CureVac so lange hinziehen, dass wir dann irgendwann im Juni vielleicht die Zulassung haben, obwohl die Daten es auch deutlich früher erlauben würden, es zuzulassen. Das halte ich für falsch, weil wir eben in die dritte Welle reinrauschen. Wir brauchen jeden Impfstoff, den wir produzieren können. CureVac kann produzieren, aber wir warten wieder darauf, bis alle Formulare ausgefüllt sind. Und da sage ich, ich würde es anders machen. Ich würde, Herr Montgomery, den Leuten, die bereit sind wie ich, als Proband wusste ich ja noch gar nichts, außer dass ich dem Professor vertraut habe, der gesagt hat, das können Sie riskieren, Sie sind gesund, dass Leute wie ich, die bereit sind, sich impfen zu lassen, auch mit einem Impfstoff, der nur eine Notfallzulassung hat, aber vom Prinzip her gleich gebaut ist wie Moderna und BioNTech, wahrscheinlich sogar besser, weil CureVac waren die Ersten, die die Technologie erfunden haben, dass man den Leuten erlaubt zu sagen, ich stelle alle anderen von der Haftung frei, ich lasse mich impfen. Und da gäbe es genug, die das machen würden. Es warten so viele auf die Impfung und wir geben sie ihnen nicht. Solche Möglichkeiten würde ich nutzen und ich glaube, dass wir uns mit dem deutschen Sicherheitsdenken da im Weg stehen. Und es ist keine Frage, die man nur der Wissenschaft überlassen kann. Das ist eine der politischen Kultur. Sonst würden ja andere Länder, die auch Wissenschaftler haben, nicht anders entscheiden. Man kann ja jetzt nicht sagen, in Großbritannien gibt es keine Wissenschaftler. Naja, darüber können wir lange streiten. Das ist immer ein bisschen situationsabhängig, ob wir uns jetzt an Gesetze und Regeln halten oder nicht. Aber ich finde, wir machen das ganz gut und wir beide tun das mal in Tübingen dann in Ruhe ausdiskutieren. Ich bin dann vielleicht mit AstraZeneca geimpft und Sie mit CureVac. Mal sehen, wer von uns beiden dann länger dabei bleibt. Gut, aber die Frage, interessant, es ist jetzt auch hier schon über die Hausärzte diskutiert worden, die Frage, wer nun wo am besten geimpft wird, die ist ja so lange müßig, solange wir nicht genug Impfstoff haben, würden Sie sagen, Herr Palmer?
Also im Moment ist es so, dass die Impfstoffe in den Impfzentren fehlen. Und wir haben in Tübingen ein sehr leistungsfähiges Impfzentrum. Und da kann nur die Hälfte der Impfstraßen benutzt werden. Solange das so ist, gibt es noch keine echte Notwendigkeit, in die Arztpraxen zu gehen, weil dann alle ganz wenig haben und es sehr ineffizient abläuft. Aber sobald genügend Impfstoff da ist und vor allem auch Impfstoff, der in Arztpraxen benutzt werden kann, mache ich auch nochmal Werbung für CureVac. Die haben auf Niedertemperatur eingestellt, die muss man nicht bei minus 70 Grad lagern. Dann ist es natürlich sinnvoll, in die Arztpraxen zu gehen. Das ist jetzt eine neue. Dass Herr Palmer, der ja für Flexibilität wirbt und Entbürokratisierung, jetzt sagt, wir müssen erstmal über die Impfzentren gehen und solange wir nicht für die Praxen genug haben, fangen wir damit gar nicht an. Ich halte das für einen Fehler. Selbst wenn die niedergelassenen Ärzte und die Betriebsärzte wenig bekommen, weil der Impfstoff insgesamt noch knapp ist, dafür können wir alle jetzt im Moment nichts, hilft es trotzdem, weil sie in dieser 1-zu-1-Situation, wo sie ihre Patienten besser kennen, auch genau entscheiden können, wer ist Risikopatient, wer muss es bekommen, wie priorisiere ich vor Ort. Und ich glaube, aus diesem Vertrauensverhältnis und diesem Infrastrukturnetz, das wir über die Ärzte haben, bekommen wir wahnsinnig viel Tempo rein in das Verimpfen, das jetzt so nötig ist. Wenn man da mal die internationalen Erfahrungen reinbringen darf. Ja. Israel, Großbritannien, Amerika impfen in einer Mischung aus Impfzentren, niedergelassenen Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Drive-in. Apotheken. In Israel, in Tel Aviv, wenn sie ihren Arm entblößen am Strand, haben sie eine Spritze drin. Das ist richtig. Das ist der richtige Weg. Und deswegen, wir müssen wegkommen von den Impfzentren, ohne etwas Schlechtes über die sagen zu wollen. Wir müssen wegkommen. Brauchen es ist in der Tat der Weg in Hausärzte, Betriebsärzte und Fachärzte, den wir brauchen, um die ganze Bevölkerung zu erreichen. So, das ist doch ein unglaubliches Votum nach Hamburg, Birgit Pohl, wenn man hier hört, im Grunde sollten diese Impfstoffe längst in Ihrer Praxis sein, also in Ihrer allgemeinen Praxis. Sie arbeiten noch in dem Hamburger Impfzentrum und Sie kriegen zu hören, dass man Ihnen die Priorisierung abnehmen möchte und Sie damit nicht beschweren möchte. Ja. Ja, ich finde auch ganz dringend, wir brauchen den Impfstoff überall. Wir brauchen ihn in den superlaufenden Impfzentren. Wir brauchen ihn aber ganz bestimmt jetzt im Rahmen der Astra-Situation in den Hausarztpraxen. Denn ich kenne jetzt beide Seiten und ich bin sehr unsicher, ob wir es schaffen, die Patienten in den Impfzentren in der uns zur Verfügung stehenden Zeit, denn da geht es wirklich um Schnelligkeit, wieder einzufangen, wieder zu beruhigen, auch auf individuelle Aspekte einzugehen, denn die Fragen werden kommen, ganz sicher. Und das können wir im 1-zu-1-Gespräch in den Praxen natürlich exzellent. Außerdem kennen wir unsere Patienten. Und wenn ich noch mal eins dazu sagen darf, da müssen wir auch nicht 9 Seiten ausfüllen und mit den Patienten durchgehen. Das geht schneller in der Praxis. Und die Anamnese, die haben wir auch sowieso in unserer Datei. Und wir kennen die Patienten. Und diese Dinge werden da nicht passieren. Und insofern wären wir alle sehr, sehr, sehr dankbar, wenn wir wirklich einsteigen könnten, und zwar ohne große bürokratische Hürde, denn wir impfen schon immer. Das ist unsere Kernaufgabe. Das ist, was Hausärzte immer schon gemacht haben. Wir impfen die ganze Bevölkerung durch mit Grippe, saisonale Impfungen und jetzt Pneumokokken war ein großes Thema Anfang des Jahres auch. Das ist einfach unser Thema. Sie können das. Wenn Impfstoffe leicht verderblich sind, brauchen die natürlich eine besondere Infrastruktur, eine besondere Kühlung. Sind dafür dann nicht aber dann wirklich doch diese Impfzentren prädestiniert? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also die ganz starke Kühlung, die ist ja schon ein bisschen zurückgenommen worden. Der Impfstoff kann ja durchaus auch im Kühlschrank gut überleben, also in einem Impfkühlschrank für einige Tage. Und sollte mal in der Hausarztpraxis oder Facharztpraxis oder beim Betriebsarzt tatsächlich noch ein Weil geöffnet worden sein gegen Ende der Sprechstunde und dann sind noch 4 Spritzen übrig. Also ganz sicher, die verimpfen wir. Da haben wir wirklich an jedem Finger viele Patienten, die wir dann direkt anrufen können und die direkt um uns herum wohnen. Das wird kein Problem sein. Dann will man, Herr Montgomery, jetzt eigentlich nur noch verstehen, wer oder was behindert die Einbindung der Hausärzte? Warum ist das immer noch ein Problem? Geht es auch um Abrechnungen und um...
Nein, das in kann Hamburg man alles lösen. Arbeiten 1800 Menschen in diesem Impfzentrum. Das kostet richtig Geld. Ja, das kostet richtig, richtig viel Geld. Und es ist eine super gute Investition, weil das, was wir an der Wirtschaft sparen, dadurch, dass wir gut impfen, das ist gewaltig. Man darf ja nicht vergessen, je mehr wir impfen, desto weniger Lockdown. Je weniger wir impfen, desto mehr Lockdown. Nein, im Moment scheitert es einfach noch daran, wir haben weniger als ein Viertel des Impfstoffs kommt von AstraZeneca. Die anderen sind immer noch mit dem Logistikproblem behaftet. Und wir müssen den Swing hinkriegen zu, und das ist dann CureVac, das ist dann Johnson & Johnson und das ist AstraZeneca als Hauptimpfstoffe. Die kann man ganz normal, sage ich jetzt mal so mit allen, in der Fläche verimpfen und ganz normal lagern. Das ist die Zukunft. So, und dann ist natürlich jetzt die letzte Frage an Birgit Puhl nach Hamburg, was Sie eigentlich denken, wann das sein könnte. Wann wird in Ihrer Praxis geimpft und was? Ja, ich kann das nicht sagen. Die Frage stelle ich vielen überall. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Man hört auch immer in der Presse, es ist im März, dann ist es Anfang April, jetzt ist es Mitte April. Wir können Ihnen das nicht sagen. Wir sind alle bereit. Wir können das. Wir hoffen sehr, dass die bürokratischen Hürden nicht hoch sein werden und dass man wirklich einfach übergeht zur Normalität. Und Impfen in Hausarztpraxen ist Normalität. Wie teuer wird eine Impfung bei Ihnen dann in der Praxis sein im Vergleich jetzt zum Impfzentrum? Ist auch noch nicht ganz sicher. Ich höre irgendwas von 20 Euro. Mhm. Kann sein. Ich glaube, der Preis im Moment sind 7,51 Euro und der ist in der Tat lächerlich. Ja. Ja. Also definitiv, wir sind billiger, als es woanders möglich ist, ganz bestimmt. Das ganz bestimmt, ja. Weil, was las ich, Impfzentren liegen dann ungefähr bei 100, 120 Euro pro Impfung. Also da muss es tatsächlich auch ein geschäftliches Interesse dahinter geben, halten wir das wenigstens mal fest. Ganz lieben Dank, sehr herzlichen Dank nach Hamburg für Ihre Expertise, Frau Puhl, und natürlich weiter viel Glück und irgendwann dann auch genug Impfstoff in der Hand. Das wünscht man allen. Ja, genau. Und schön gesund bleiben. Wir marschieren hier gedanklich in unserer Diskussion nochmal zu dem, was wir morgen auf dem Zettel haben, neben den Impfungen, nämlich wie geht es eigentlich jetzt mit den Inzidenzen weiter? Wir sehen, Herr Müller, dass wir auch in Berlin nahe der 100 kommen. Wir haben also nicht nur dieses Impfproblem, sondern die Zahlen steigen auch weiter. Michael Kretschmer sagt, er hätte sich eigentlich gewünscht, dass es diese Lockerungen gar nicht gegeben hätte. Würden Sie auch sagen, das war ein Fehler, dass wir vor 2 Wochen diese Lockerungen beschlossen haben und diesen lustigen Masterplan da? Naja, es war ja sehr vorsichtig und schrittweise und niemand musste das auch 1:1 umsetzen. Wir haben in Berlin auch weniger gemacht, als der Beschluss eigentlich hergegeben hat. Yeah. Und jetzt ist es ja so, dass wir am kommenden Montag darüber sprechen, ob wir weitergehen wollen. Und so ist es ja auch formuliert in dem, wie Sie sagen, lustigen Plan. Da steht drin, frühestens ab dem 22. kann man wieder dieses und jenes tun. Aber das ist doch völlig illusorisch. Ich glaube, dass wir nicht in der Lage sind, wo wir weitergehen können. Mhm. Es wäre schon eine Riesenkraftanstrengung, mit Testen und Impfen das zu halten, was wir jetzt haben. Aber die nächsten Schritte sehe ich nicht, sofern wir eben nicht andere Impf- und Testkapazitäten bekommen. Mit dem Impfen, ich muss ein bisschen doch noch mal nach Hamburg gehen. Dann, wir haben ja in den Praxen schon angefangen, einige Bundesländer haben das. Wir haben in 30 Praxen angefangen, wollten diese Woche es erweitern auf 100 Praxen dort schon zu impfen. Das gab dann den Rückschlag durch die Astra-Entscheidung. Also es heißt, wir können damit starten. Und wenn wir uns darauf auf Bundesebene auch verständigen können, dann glaube ich, kann das sehr schnell gehen und kann am Montag auch ein begleitender Beschluss sein zu dem, MPK, was wir schon mit haben. Der Kanzlerin genau. zu sagen, genau. wir gehen unbedingt in die Hausarztpraxen genau. hinein. Herr Palmer, vor den beiden Landtagswahlen wurden die Öffnungen beschlossen und nach den beiden Landtagswahlen werden sie nun höchstwahrscheinlich zurückgenommen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt? Ja, da muss ich tatsächlich sagen, das ist ein Schelm und er denkt Böses. Gerade wenn Sie an Winfried Kretschmann denken, den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, dann wissen Sie, dass er sich immer sehr für Vorsicht ausgesprochen hat. Und dass er jetzt da vor der Wahl Lockerungen versprochen hätte, die er selber dann nachher kassieren will, das ist wirklich eine Unterstellung, die ich für völlig abwegig halte. Er ist da bei seiner Linie immer geblieben und die Infektionszahlen haben sich halt leider anders entwickelt als erhofft. Wir waren in Baden-Württemberg schon bei 46 unten ja. und jetzt gehen wir auch kurz vor die 90, die Herr Müller gerade für Berlin zitiert hat.
Frau Pietsch, hätte die Regierung bei dem letzten Treffen diese Lockerungen beschließen sollen? Oder war das eigentlich ein Fehler, weil man weder die Tests noch die Impfungen zur Verfügung hatte, um Lockerungen zu begleiten? Ja, um das aufzugreifen, die Zahlen haben sich anders entwickelt als erhofft, aber eigentlich nicht anders als erwartet. Zumindest wenn man auf, sag ich mal, die Epidemiologen gehört hat, hätte oder denen zuhört, dann hat das immer, wurde immer gesagt, die neuen Virusvarianten haben höheres Ausbreitungspotenzial und es wird dazu kommen, dass wir mehr Infektionen sehen. Und deshalb ist es nur möglich, an einer Stelle zu lockern, wenn wir an anderer Stelle das kompensieren. Und wenn das nicht möglich ist durch rasches Impfen oder durch ausreichende Testkapazitäten, dann geht es schlicht und ergreifend nicht. Und das ist das, was wir jetzt wieder gesehen haben. Und ich hoffe, dass man es jetzt verstanden hat, dass es nichts bringt, es immer wieder zu probieren. Und wir werden im Lichte dieser Inzidenzzahlen aber auch wieder nicht wissen, ob es jetzt die Mutanten waren oder der Baumarkt oder die Schulen oder der Friseur. Wir werden wieder nicht wissen, was eigentlich zu dieser steigenden Inzidenz geführt hat. Oder wissen Sie das? Also im Detail für den einzelnen Fall kann man das natürlich nie sagen, aber es ist eine Summe dieser Effekte zusammen mit Sicherheit. Es ist die neue Virusvariante, aber es ist natürlich auch der Wiedereinstieg in Grundschulen, in Kitas, aber auch eben die anderen Öffnungen, die Sie angesprochen haben. Das auch alles zusammen. Auch private Kontakte. Man sendet natürlich auch immer ein Signal, wenn man sagt, wir können dies und jenes öffnen und machen hier und da eine Ausnahme für den Friseur beispielsweise. Das animiert, denke ich, auch schon Bürger zu sagen, okay, wenn das möglich ist, dann genehmige ich mir auch meine kleine Ausnahme am Rande und sehe das etwas lockerer, weil es geht ja in die richtige Richtung. Und das ist halt, glaube ich, auch immer ein bisschen fatales Zeichen. Also Sie sagen, dann kommt die mangelnde Disziplin noch viel mehr dazu, weil man den Menschen suggeriert... Das ist das, was ich zum Teil erlebe. Das ist sicherlich nicht bei jedem so, aber ich erlebe das auch schon so im Alltag. Herr Montgomery, eine neue Frisur und zwei Blumentöpfe weiter sind wir in der Situation, die wir eigentlich vermeiden wollten. Wir sind in einem Lockdown-Jojo. Ja, wir sind nicht sehr lernfähig. Es hat drei Länder gegeben, die haben extreme Lockdowns gemacht. Israel, Frankreich und Irland waren sehr erfolgreich. Und haben genau den Fehler danach gemacht, den wir jetzt auch machen. Sie haben zu früh wieder aufgemacht. Das ist so, weil der Druck der Bevölkerung, aber auch die entgangenen Chancen für Kinder in Schulen, in Kitas, das sind alles Dinge, die man berücksichtigen muss. Und dieses Virus verhält sich ja total unverhältnismäßig, indem es uns Zeitleisten gibt, mit denen wir so schlecht umgehen können. Es ist irre schwer, den Leuten bei einer niedrigen Inzidenz zu sagen, wir müssen das jetzt noch zwei Wochen, drei Wochen durchhalten, wenn dann die Inzidenz bei 35 ist. Sie dann aber auf 100 zu schieben, also dass plötzlich die 35 waren ja das neue 50 und dann plötzlich war 100 das neue 35, da kommt keiner mehr mit. Hätten wir, und das sage ich hätte Fahrradkette, aber hätten wir damals diesen Lockdown noch länger durchgehalten, stünden wir heute besser da. Aber wir sind nicht davor gefeit, solange wir nicht alle geimpft sind und solange es keine Therapie gibt, hilft als Einziges die Maske, der Abstand, die Hygiene. Das ist das Einzige, was uns hilft, Infektionen zu vermeiden und Mutationen zu vermeiden. So, wir müssen uns aber trotzdem noch mal diese Notbremse angucken. Das war ja ein hochinteressanter Vorgang. Wir sind eigentlich immer noch im Bahnhof, aber ziehen diese Notbremse jetzt wahrscheinlich schon, weil wir über die 100 hinüberrauschen. Und das finden in der Tat nicht alle Ministerpräsidenten toll. Es ist so eine Glückssache mit dem Öffnen und Schließen in Deutschland. Vermeintlich klare Absprachen, 100er Notbremse, zurück in den Lockdown. Eigentlich war man sich einig. Also falsch wäre, wenn jetzt versucht wird, die Notbremse auszuhebeln. Es ist kein Automatismus. Man muss genau sehen, woran liegt es. In diesem Fall, dass die Inzidenzen aus dem Ruder gehen. Und diese Kreise sind aufgefordert, das auch pragmatisch umzusetzen. Wer jetzt an der Notbremse arbeitet, um die zu umgehen, der macht einen schweren Fehler. Die Notbremse bei 100 verwandeln die Brandenburger gar mit einem raffinierten Dreh in einen Bremskorridor bis 200. Wenn Landkreise die 100er-Grenze überschritten haben, sie erstmal Maßnahmen ergreifen sollen, das ist eine klare Regelung bei uns, also die kommunale Ebene auch selber in der Verantwortung ist. Beispiel Landkreis Elbe-Elster. Seit Tagen liegt die Inzidenz über 150. Trotzdem darf man einkaufen und sich zu mehreren treffen. Die Schulen haben auch auf. Das Ende der Bremsspur ist hier nicht zu erkennen. Ich möchte sinnvolle Maßnahmen umsetzen im Landkreis Elbe-Elster, die auch Wirkung zeigen, die auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung zeigen, die ich erklären kann. Klingt irgendwie gut, macht aber aus der Notbremse wieder so eine Zahl, die sich abnutzt
bevor sie überhaupt zum Einsatz kommt. Herr Müller, man hat das Gefühl, Ihre Brandenburger Kollegen jonglieren irgendwie mit der 100. Wer muss sich dran halten, wer muss sich nicht dran halten? Finden Sie das in Ordnung? Naja, es hat ja Auswirkungen für Berlin, was in Brandenburg passiert und umgekehrt. Und der Ministerpräsident hat jetzt eingegriffen und die Landesregierung beschäftigt sich dann auch früher mit dem ganzen Thema. Aber auch hier möchte ich sagen, es ist beinahe ähnlich wie beim Impfen. Man darf nicht immer nur auf die einen wenigen Maßnahmen gucken, über die wir alle immer reden. Schule, Einzelhandel oder Theater oder Sport. Sondern wir müssen dann auch noch mal breiter gucken, was geht. Und eine Testpflicht zum Beispiel durch die Arbeitgeber für die Beschäftigten kann ein Thema sein. Warum eigentlich nicht? Wir reden über Testen an Schulen, bei Lehrern und Schülern. Warum eigentlich nicht auch bei den Arbeitnehmern durch die Arbeitgeber umgesetzt? Unsere Technische Universität hat es untersucht. Mit unserer Homeoffice-Empfehlung für die Arbeitgeber hat es im einstelligen Prozentbereich Homeoffice-Umsetzungen dann gegeben. Oh. Praktisch gar nicht. Okay. Also, ich muss nicht sofort an Schule denken. Ich muss nicht sofort an die sensiblen Bereiche des privaten Lebens denken, wenn ich auf der anderen Seite noch Möglichkeiten habe. Und das ist mir auch wichtig, dass das mitdiskutiert wird. Interessanter Punkt. Sie haben also Aufforderung, nicht nur Appell, sondern echte Aufforderung an die Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter zu impfen, nicht zu impfen, sondern zu testen, damit sie über 8 Stunden im Betrieb sein können. Und natürlich ist auf der anderen Seite auch das Angebot zu überlegen, dass die Belegschaft gleich geimpft wird, wenn denn der Impfstoff Wir machen das im Roten Rathaus, eine Teststelle, und die Kolleginnen und Kollegen nehmen es an. Warum soll das nicht auch in einem Unternehmen möglich sein? So. Und dann sind wir bei dem Modellprojekt, das es in Tübingen gibt. Herr Palmer, wir haben seit Dienstag von Ihnen verfolgen dürfen, wie sich die Stadt wieder ein bisschen mehr füllt. Es gibt eine Teststrategie unter Ihrer Ägide. Sie haben die Genehmigung dafür bekommen, Menschen einen, können wir auch noch mal zeigen, einen Tagesausweis auszuhändigen, mit dem sie sich freitesten können, um in die Stadt zu kommen, in die Restaurants zu gehen, auch natürlich einzukaufen. Mit dieser Tageskarte kann man sich dann in der Stadt bewegen. Wann wissen Sie, ob das ein guter Test war? Wann haben Sie Erfolg gehabt mit dem Test? Also frühestens nach etwa 10 Tagen, so lange dauert es ja, bis man was sieht an den Infektionen. Und da wir erst vor 3 Tagen begonnen haben, kann ich Ihnen dazu jetzt nichts sagen. Aber das Kriterium kann ich Ihnen benennen. Wir wollen herausfinden, ob es möglich ist, mehr Freiheit, mehr Stadtleben mit mehr Sicherheit in der Pandemie zu verbinden. Denn es gibt 2 gegenläufige Effekte. Der eine ist, was Sie gesehen haben, dass in Tübingen jetzt auch die Außengastronomie aufgemacht hat und das Theater, dass also Menschen mehr Leben haben, und da erhöht sich das Infektionsrisiko. Auf der anderen Seite aber verbinden wir das immer mit dem verpflichtenden Test, bevor man in die Kultur oder zum Einkaufen geht. Das heißt, wir finden Infizierte und können die in Quarantäne schicken. Das wird unsere Inzidenz senken, die Zahl der Fälle senken. Das haben wir nämlich im Winter so gemacht in Tübingen, haben gesehen, wir kommen damit schneller runter mit der Zahl der Infektionen. Und spannend ist jetzt die Frage, was ist der stärkere Effekt? Ist das Herausfischen der Infizierten stärker? Kommen wir also besser durch die Pandemie als der Landesdurchschnitt? Weil es viel, viel schneller geht. Oder ist das zusätzliche Treffangebot stärker und wir haben dann höhere Zahlen als der Landesdurchschnitt. Und genau deswegen hat das Land Baden-Württemberg diesen Modellversuch genehmigt. Da bin ich unserem Ministerpräsidenten sehr dankbar, weil ich denke, dass wir alle miteinander doch ziemlich klar sehen, diese dritte Welle wird sehr stark werden. Und wenn wir dann nur noch den Lockdown als einzige Lösung zur Verfügung haben, dann sind die Schäden in der Gesellschaft eben nach ein Jahr erschöpfender, immer wieder doch sehr fordernder Zeit im Lockdown so gravierend, dass wir dringend alternative Strategien testen müssen. Und das tun wir jetzt natürlich. Wir wollen rausfinden, ob wir mit den Schnelltests besser durch die Pandemie kommen, mit etwas mehr Stadtleben, als wenn wir wieder alle Lockdown machen. Herr Palmer, 2 Fragen. Wer zahlt das? Das Land Baden-Württemberg oder Sie? Das zahlt zunächst sogar mal Jens Spahn, denn er hat ja versprochen seit 8. März die sogenannte Bürgertestung, dass alle einen Anspruch für mindestens einen Test in der Woche haben. Da werden unsere Teststationen finanziert. Und das Land Baden-Württemberg übernimmt die Kosten für alle Tests, die nicht auf diese Weise übernommen werden. Aber ich habe auch noch einen Unternehmer an der Hand, denn das hätte jetzt lange gedauert, bis die Tests da gewesen wären nach der Genehmigung des Versuchs. Der Unternehmer, der eigentlich so ein Schadmetallwerkzeuge für die Autoindustrie macht, Paul Horn, kleiner Werbeblock,
hat auf meinen Anruf gesagt, er stellt 1,5 Millionen Euro Zwischenfinanzierung bereit und hat jetzt eine Halle mit 350.000 Tests in Tübingen gefüllt, damit wir sofort zugreifen können, die überall einsetzen, auch für Betriebstestungen, für Schultestungen. Wir wollen im Prinzip ganz Tübingen so engmaschig durchtesten, dass das Virus keine neuen Opfer mehr findet. So, und das wird wenigstens 3 Wochen gehen. 3 Wochen wird es auch begleitet von der Uni Tübingen. Und wir haben auf der anderen Seite, Herr Montgomery, natürlich das Warnen des RKIs im Ohr, das sagt, Ostern sind die Krankenhäuser voll. Ist dieses Testen, sind solche Teststrategien ein echter Helfer, um eine Brücke zu bauen? Absolut, absolut sinnvoll. Nicht in die Krankenhäuser, sondern ins Leben zurück. Ja, absolut sinnvoll, wie übrigens auch der von der Europäischen Union entwickelte Impfpass, mit dem Sie nachweisen können. Wir wissen ja inzwischen, dass bei manchen Impfstoffen 91% der Patienten wirklich steril immun sind, also nicht mehr anstecken können. Also das muss man beides zusammen machen. Den Impfpass, damit kriegen wir auch wirtschaftliches Leben, auch Kontakte wieder in Gang. Mhm. Aber die Teststrategie von Herrn Palmer, das hat er ja auch schon vorher bewiesen bei seiner Strategie in den Altenheimen, die ist sensationell gut. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Vielleicht komme ich zum Ostereiersammeln mal nach Tübingen. Herr. Sie können in Berlin bleiben. Wir machen es am Wochenende, nämlich in neuen Kulturinstitutionen. Sie können in Berlin bleiben. Das ist ein zufriedliches Angebot. Frau Pietsch, mehr Schnell- und mehr Selbsttests können natürlich dafür sorgen, dass die infizierten Zahlen erstmal hochgehen, weil wir eben mehr Tests haben und weniger Dunkelziffern, wenn das weitergemeldet wird natürlich. Auf der anderen Seite ermöglichen wir uns natürlich viel schneller die Menschen zu finden, die andere infizieren können, weil das nicht mehr die 3 Tage PCR-Test dauert. Wo schlägt Ihr Herz? Sagen Sie, wir brauchen jetzt unbedingt mehr von diesen Teststrategien? Ja, wir sollten unbedingt testen, weil es geht, wir müssen alles dran setzen, dass die infiziert sind, dass wir die auch erkennen. Und damit die Dunkelziffer senken und jede Infektionskette so früh wie möglich dann auch abbrechen können. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Und deshalb müssen wir ganz, ganz häufig testen, gerade weil diese Tests ja ein bisschen weniger gut die Infektion erkennen, als eine PCR-Testung das kann. Und das können wir ausgleichen, indem wir sehr, sehr häufig ganz viele testen. Antje, Herr Müller, ich habe es am Anfang der Sendung gesagt, buchen parallel dazu jetzt schon die Reise nach Mallorca. Malu Dreyer sagt heute, ihr wäre lieber, die Leute würden irgendwie im Pfälzer Wald wandern und nicht fliegen und dann das Virus nach Deutschland einschleppen. Muss man sich sowas nicht eigentlich auch vorher überlegen? Ja, wir haben auch darüber alle gestaunt und es muss auch einhergehen mit einer Testpflicht für die Reiserückkehrer. Das geht so nicht, dass man in der ganzen Welt rumreisen kann, offensichtlich. Hier in Deutschland wird das immer mehr eingeschränkt und wenn man zurückkommt, gibt es nicht mal einen Test, weil offensichtlich Mallorca nicht mehr als Risikogebiet eingestuft ist. Das geht so nicht. Auch das wird ein Thema in der Ministerpräsidentenkonferenz sein. Denn nochmal diese Kombination von Impfen und Testen, das ist der Erfolgsweg. Und so wie Herr Palmer, so machen es einige von uns, wir auch in Berlin. Wir müssen Erfahrungen sammeln mit dem Testen. Wie wird es angenommen? Wie funktioniert es vor Ort? Geht das, wenn 500 Leute ins Theater wollen? Funktionieren die Selbsttests? Nur über die Erfahrung von Impfen und Testen kommen wir zurück in die Normalität. Und das muss auch für die Reiserückkehrer gelten. Ja. Herr Palmer, was würden Sie sagen? Tasche trotzdem packen für Mallorca? Jetzt nicht der nächste Werbeblock. Nein, bestimmt nicht. Also erstens ist Tübingen schöner als Mallorca. Und da zweitens, ist er doch der Werbeblock. Und zweitens kann ich das wirklich nicht nachvollziehen. Da bin ich ganz bei Herrn Müller, dass das jetzt möglich sein soll, während die Hotels überall in Deutschland nicht öffnen dürfen. Das ergibt keinen Sinn. Herr Montgomery, und spätestens im Sommer haben wir dann den vollen Neid, wenn wir sehen, welches Leben in Großbritannien möglich ist, in Israel möglich ist und in den USA möglich ist? Oder haben wir es bis dahin geschafft? Auch bis zum Sommer haben wir ja vielleicht 50% der Bevölkerung durchgeimpft. Und es gibt ja auch sehr viele Menschen, die sich sehr vernünftig verhalten. Das ist ja etwas, was wir manchmal vergessen. Wir reden über die 15 oder 20%, die sich unvernünftig verhalten und vergessen dabei, dass ganz viele Menschen ja auch unter dem Lockdown, unter dem einen sehr leiden. Und die sich brav halten und dann mit angucken müssen, wie die Hedonisten draußen ihnen im Grunde genommen die Zahlen kaputt machen und das Leben kaputt machen. Ja. Das wird sich alles bessern, wenn wir mehr geimpft haben. Und deswegen kann man nur sagen, impfen, 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 das ist der Schlüssel zur Zukunft. Mhm. Und solange wir nicht impfen können, müssen wir weiter die Maske tragen, Abstand halten und Hygiene. Hat er schon gesagt, Frau Pietsch, auch gerne reisen, dürfen wir reisen? Was sagt die Virologin und Epidemiologin, dürfen wir das?
es ist erlaubt, aber wir sollten uns nichtsdestotrotz damit sehr, sehr zurückhaltend bewegen. Also wir sollten das vermeiden, wann immer es geht, um uns selbst willen und um uns auch in Zukunft ja auch niedrigere Zahlen zu ermöglichen, als die wir jetzt haben. Auf den Montag, Herr Müller, haben Sie schon gesagt, freuen Sie sich besonders. Da wird es natürlich nun wieder widerstrebende auch Interessen und Wünsche der Ministerpräsidenten geben. Luca-App werden Sie vorschlagen, wahrscheinlich dieses Arbeitgeber-Testpflichten oder die Pflicht zu testen. Das ist wichtig. Und welche Position kommt von Berlin noch? Na, das reicht ja erstmal schon. Und bei der Luca-App sage ich auch ganz klar, ich mache es auch alleine. Ich warte da jetzt nicht mehr. Wir können nicht immer auf den Langsamsten warten, sondern es muss jetzt vorangehen. Gerade wenn wir wie in Tübingen oder in Berlin und anderen Stellen jetzt Dinge kombinieren wollen, um schneller zu werden, dann ist es richtig, das in einer MPK zu diskutieren, richtig zu sehen, dass man möglichst lange beieinander bleibt. Dafür werbe ich immer. Ja. Aber es muss dann auch einen Entscheidungsspielraum geben. Und den will ich mir bei der App und auch bei der Priorisierung in den nächsten Schritten und bei dem Einbeziehen der Hausärzte, den will ich mir auch erkämpfen in dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Oder es aber alleine machen, weil Sie diese Türöffner den Berlinern ermöglichen. Ich glaube nicht, dass ich alleine sein werde. Es wird einige, ob alle mitmachen, das weiß ich nicht. Aber es gibt einige, die sagen, wir müssen da jetzt mehr Dampf reinkriegen. Mhm. Herr Palmer, noch mal ganz kurz, letzte Frage. Krisenmanagement der Bundesregierung. An welcher Stelle würden Sie sagen, können Herr Altmaier und Herr Spahn und müssen noch die Kurve kriegen? Eindeutig bei der Nachverfolgung. Die Luca-App ist eine Verbesserung, aber eigentlich müsste doch die Corona-Warn-App das alles selbst leisten. Und dass wir nicht in der Lage sind, die Datenschutzbedingungen etwas zurückzustellen und echtes Tracing zu machen, wo doch jedes Handy weiß, wo wir uns aufhalten und Apple und Google es auch wissen, aber die Gesundheitsämter nicht erfahren dürfen, wo die Infektionen stattfinden, das halte ich eigentlich für den größten Fehler in dieser Pandemie und das muss dringend korrigiert werden. Wir machen hier einen Punkt. Ich darf mich bei den Gästen ganz herzlich bedanken. Herzlichen Dank nach Tübingen zu Boris Palmer, um auch das noch mal zu sagen. Unserem letzten geschalteten Gast, Herr Montgomery, vielen Dank, Frau Pietsch, Herr Müller. Sie bleiben bitte auch alle schön gesund, wie hoffentlich jeder, der diese Sendung verfolgt hat. Bei Markus Lanz sitzt jetzt festhalten Karl Lauterbach. Und wir sehen uns kommenden Donnerstag wieder, wenn Sie mögen, 22:15 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle. Bleiben Sie heiter, irgendwie. Tschüss.